über die Idee. Wir haben mit Herrn Manfred Meierhofer eine Aufnahme gemacht über Franz Schneider in Torjan. Torjan, das liegt bei Totobanja. Und der Franzi Baci, der spielt sehr, sehr gut mit Knopfharmonika. Und da sind seine drei Enkelsöhne eingetreten und auch sein Sohn. Und die haben uns zu fünft ein halbstündiges, promptes Konzert gegeben, wunderschön. Und da ist die Idee gekommen. Früher war ja sowieso eine Eigenschaft der Deutschen, dass die Familien miteinander musiziert haben. Die Großeltern, die Eltern, die Kinder, die Verwandtschaft. Warum können wir das nicht wiederum neu beleben? Und das war die Idee. Darf ich weiter Deutsch sagen oder muss ich auch was Ungarisch reden? Muss ich? Na, brauche ich nicht. Wunderschön. Na, und so haben wir das in Torjan zweimal gemacht, veranstaltet, und jetzt sind wir auf Einladung der deutschen Selbstverwaltung von Nádasch beziehungsweise auf Bestreben von Stefan Zeemann hier nach Nádasch gelangt. Und es freut mich sehr, dass der Landesrat wieder ein Programm initiiert hat, wo wir versuchen können, unsere alten Traditionen wiederum neu zu beleben. Also wenn unsere Großeltern noch gespielt haben, dann können wir ja auch selbst das übernehmen und fortführen. Und wenn wir das können, dann können wir auch unseren Kindern und Enkelkindern weitergeben. Und das ist das Ziel. Alte Melodien wiederum neu zu beleben und diese alte und Spieltechnik auch. Und diese alte Melodien und alte Spieltechnik auch unseren Kindern und Enkelkindern zu übergeben, das ist das Ziel und das ist das Wichtigste. Und ich denke mir, wir sind auf richtigen Spur, wenn wir das oft machen, jedes Jahr und konsequent, und damit wir auch wiederum im ganzen Land von deutschen bewohnten Gemeinden auftreten, dann können wir diese Idee weiterentwickeln und weitergeben.